Vor fast ziemlich genau 30 Jahren wurde der Grundstein für die Deutsche Bahn gelegt, so wie wir sie heute kennen. Heute ist die Bahn allerdings an einem kritischen Punkt. Nie zuvor hatten die Züge im Fernverkehr so viel Verspätung wie im vergangenen Jahr. Auch das Netz ist in einem schlechten Zustand und die Unzufriedenheit macht sich in der Bevölkerung breit. Nun soll es aber besser werden, indem ein neues Unternehmen eingeführt werden soll. Welches das ist und wie genau das Ganze helfen soll, erfahrt ihr in diesem Video. Bisher ist der Schienenverkehr in Deutschland so geregelt, dass es innerhalb der Deutschen Bahn verschiedene Unternehmen gibt. Wie zum Beispiel die DB Fernverkehr AG, die sich um die ICEs und ICs kümmert, die DB Cargo, die sich um den Güterverkehr kümmert, aber auch die DB Station und Service, die sich um die Bahnhöfe kümmert und die DB Netz, die sich um das Schienennetz kümmert und viele weitere Unternehmen. Ein großes Problem hierbei ist, dass der Betrieb und das Netz beides im Eigentum der Deutschen Bahn ist und alle Unternehmen die Gewinnerzielung als Ziel haben. Durch dieses Ziel gab es zu wenig Investitionen in die Infrastruktur und so wurde diese in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart. Viele kritisieren deshalb, dass das Netz nicht zur Gewinnerzielung, sondern dem Allgemeinwohl dienen müsste. Dieses Problem soll die DB InfraGo lösen. Sie ist ein Zusammenschluss aus der DB Station und Service und der DB Netz. Es wird also kein komplett neues Unternehmen gegründet, sondern es werden zwei Unternehmen zusammengeschlossen. Zwei zentrale Tochtergesellschaften werden zum Jahresanfang zusammengeführt und die Trennung zwischen Bahnhöfen und Schienennetz wird aufgehoben. Seit dem 27.12.2023 ist die DB InfraGo im Handelsregister eingetragen und ging nun am 01.01.2024 an den Start. In der neuen Satzung stehen jetzt nicht nur die Verwaltung von Eisenbahninfrastruktur, sondern auch die Schaffung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen und effizienten Eisenbahninfrastruktur mit hoher Kapazität, Qualität und Resilienz. Wie wir hier sehen, liegt der Schwerpunkt jetzt auf einem zuverlässigen und effizienten Eisenbahnnetz. Das Go in InfraGo soll zusätzlich für die neue Gemeinwohlorientierung stehen. Gleichzeitig wird die Gemeinwohlorientierung in der Satzung des neuen Unternehmens festgeschrieben, sodass in Zukunft nicht mehr die Gewinnerzielung im Zentrum steht, sondern genauso Kapazität, Qualität und Kundenorientierung der Schieneninfrastruktur. Zudem sollen Gewinne direkt an den Bund abgeführt werden und nicht wie bisher an die Deutsche Bahn als Holding. Ein weiterer Kritikpunkt in den letzten Jahren ist die schlechte Zusammenarbeit der DB Station und Service und der DB Netz. Während man nämlich zuvor teilweise Strecken für DB Netz gesperrt hatte, wurde später dieselbe Strecke wieder von DB Station und Service gesperrt. Was man sich somit auch durch die neue InfraGo erhofft, ist eine effektivere Zusammenarbeit bei Baustellen und der Instandsetzung. Des Weiteren ist das Schienennetz in Deutschland, wie eben schon erwähnt, alt und in einem schlechten Zustand. Die Generalsanierung, die demnächst anstehen soll, mit der InfraGo schneller bewältigt werden können. Während dieser Zeit sollen wichtige Bahnstrecken komplett gesperrt werden. So sollen alle Dinge, die schon seit längerem anstehen, gleichzeitig verbessert werden. Man kann sich das so vorstellen, dass die Schienen komplett herausgenommen werden und neue wieder eingebaut werden. Nebenbei wird die Signaltechnik komplett erneuert, neue Weichen eingebaut und vieles mehr. Übrigens, wenn ihr mehr über Verbesserungen oder Verschlechterungen im deutschen Bahnverkehr erfahren wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Hier erwarten euch Videos zu diesem Thema einfach erklärt. Die Gründung der InfraGo geht aus einem Beschluss des Koalitionsvertrages der jetzigen Regierung Scholz hervor. Teilweise wurde auch eine komplette Ausgründung aus der Deutschen Bahn AG gefordert, allerdings waren Gewerkschaften wie die EVG und Parteien wie die SPD dagegen. Laut der SPD wäre eine Zerschlagung der falsche Weg. Denn so haben zum Beispiel die Schweiz und Österreich bisher gut gezeigt, wie eine Infrastrukturgesellschaft in einen Bahnkonzern integriert werden kann. So gibt es in Österreich die Österreichische Bundesbahn ÖBB, in der sich die ÖBB Infra befindet. Meiner Meinung nach ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung. Dass die Bahn Gewinne erzielen soll, ist Quatsch und die Infrastruktur sollte dem Allgemeinwohl dienen. Wichtig ist nur, dass auch etwas passiert und nicht einfach der Name geändert wird. Aber trotzdem stehe ich dem Ganzen positiv gegenüber, dass sich was ändert. Aber wie seht ihr das? Seht ihr die InfraGo als einen guten Schritt an oder sagt ihr, dass es ein Schritt in die falsche Richtung ist? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin darauf schon sehr gespannt. Das war's mit diesem Video. Danke fürs Zusehen. Abonnieren und kommentieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.